Hallo liebe Freunde des gepflegten Gamings und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Dick. Und zwar mit, oh, Entschuldigung, und zwar mit G, nicht mit CK, meine Freunde. Das ist ein ganz anderes Game, was wir dann hier spielen. The Dick, ein Spiel, wie gesagt, kennt ihr ja schon von LucasArts. Und ja, ich habe vor 2 Wochen das letzte Mal gespielt, deswegen ich bin gerade ein bisschen raus, aber ich glaube, ich bin hier an einer Stelle stehen geblieben, wo ich nicht mehr genau weiß, wie ich weitergekommen bin. Ja, genau, hier. Da leuchtet ein Pult und dann gehen wir mal hier runter. Genau. Das ist der Kristall, okay. Genau, hier sind wir stehen geblieben, ja, das ist richtig. Aber hier konnte ich nichts machen. Konnte ich wieder mit Escape zurück? Nee, wie ging ich nochmal zurück? Komme ich nochmal zurück? Achso, einfach so klicken, okay. Aber hier ging es nicht mehr runter, genau. Das heißt, ich bin an einer Stelle stehen geblieben, pausiert, wo ich nicht genau mehr wusste, wie ich es zu bewerkstelligen hatte. Hallo? Knopf. So, jetzt können wir raus. Und natürlich muss ich mich erstmal, klar, bevor ich das vergesse, Entschuldigung, ich habe Bullshit geredet in der letzten Folge. Also die Serie, die bei Netflix die Ausgrabung heißt, es wird mir nur als The Dick in meinem Wahn angezeigt. Das hat mit diesem Spiel hier überhaupt null zu tun. Ich habe mich nämlich direkt damit auseinandergesetzt und gedacht, boah, wie geil, wenn das jetzt wirklich dann auch von Steven Spielberg das Originaldrehbuch dann jetzt verfilmt wird bei, oder wurde zu einer Serie und dann halt auch bei Netflix ausgestrahlt wird, aber darum geht es leider gar nicht. Kennen die Serie also nicht, da geht es um Ausgrabungen irgendwo in Frankreich, glaube ich, und nicht auf irgendeinem Planeten. So, aber ich glaube, hier mussten wir hin. Ich mache mal Doppelklick, ne, geht nicht. Ja, genau. Das Kontrollpult war das Problem, wo wir stehen geblieben sind. Und ich, ja, ich erinnere mich, das ist der Reset-Knopf. Das ist einfach mal hier so, tak, 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 tak. Alles resetten war hier, ne? Genau. Gelb, rot, grün, blau, lila. Alles resetten. Eins resetten. Okay, aber die Frage ist natürlich, wie kommen wir jetzt weiter? Und, ja, ich muss zugeben, ich habe mal ein bisschen gespielt und versucht, das herauszufinden. Ich habe keine Ahnung, wie diese Konstellation zustande kommt. Ich kann mal gucken, ob ich das irgendwo herleiten kann. Das habe ich jetzt noch nicht geguckt. Oh, warte mal. Ich wollte den angucken, Mann. Den kann ich auch nicht angucken? Auch nicht. Wie könnte ich denn nochmal was angucken? Warte. Ach, untersuchen. So war's. Das ist ein Stab. Mit einer Gravur. 5 geometrische Formen. Ja, gut, okay. Aber hier kann ich mir den Stab wenigstens angucken. Der hat uns ja irgendwie schon geholfen. Also wir konnten es zumindest eingeben. Oben. In der letzten Folge. Und wenn ich das jetzt mal nochmal richtig den Knopf hier drücke. Nichts passiert. Genau. Ist das das eigentliche Problem. Ich muss am Kontrollpult also was einstellen, damit etwas passiert. Und das habe ich mir mal rausgesucht. Jetzt muss ich mal gucken. Ja. So. Das geht dann wieder weg, ne? 1, 2, 4, 1, 2, ah. Ich habe keine Ahnung, wie diese Einstellung, warum genau diese Konstellation, wie man da drauf hätte kommen können. Irgendwas war, was ich noch verändert hatte. Nochmal gerade ans Kontrollpult dran, das bleibt dann auch so, ne? Genau. Bleibt alle 5. Okay. Wir gehen mal an die Kante und gucken mal, was da unten nämlich lauert. Das müssen wir nämlich haben. Ne? Da unten schlummert nämlich was. Och, geht das weit runter. Heiß und leuchtend. Wenn das nicht die Energiequelle ist, vielleicht bin ich am Rande der Hölle. Das mag sein. Wir müssen das Ding nämlich haben. Die Linse fehlt. Untergefallene Linse, die müssen wir haben. Zurück an die Kante. So, einmal zurück. War hier nur irgendwas, was ich gedrückt hatte? Ich kann mich also nicht mehr erinnern. Leere Öffnung. Genau. In der Öffnung habe ich den blauen Kristall gefunden. Den blauen Kristall. Pass auf, dann tun wir den nochmal zurück. Das sieht schon mal gut aus. Und jetzt würde ich nochmal hier drauf drücken, weil wir haben das ja hier voreingestellt. Und passiert was? Jetzt sagt er, es passiert nicht. Ah, alles klar. Also, 4-mal lila, 2-mal gelb, 1-mal rot. Ich weiß nicht, wieso ich da hätte drauf kommen können.
Okay. Und? Ja. Nochmal gerade an die Kante gucken. Mal einen Moment, ganz kurz. Oh. Noch was anderes gerade mal ganz kurz machen. Entschuldigung, ich muss mal kurz. So. Heiß und leuchtend. Wenn das nicht die Energiequelle ist, vielleicht bin ich am Rande der Hölle. Na, das Ding haben wir jetzt. Hat er gerade hochgeholt. So. Aber wir haben es selber noch nicht. Das heißt, wir müssten es noch irgendwo irgendwie bekommen. Das ist der Nexus. So heißt das Ding. So, das Ganze mal auf Reset. Und jetzt geben wir mal ein... So und so. Aha. Muss ich jetzt nochmal drauf drücken? Mal gucken. Ah ja. Es funktioniert. Frag mich nicht, wie ich da jemals hätte drauf kommen können. Höchstens durch ausprobieren, aber so viele Möglichkeiten. Keine Ahnung. Vielleicht übersehe ich jetzt auch was. Alter! Komm da rein, da raus, wie auch immer. Ja, das ist gut. Oh. Achso, warte mal. Können wir den Kristall mitnehmen? Nicht, dass wir den nachher brauchen. Ja, keine Ahnung. Ich habe es mir hier notiert, weil ich dachte mir, da werde ich niemals im Leben drauf kommen. Ich habe so lange, ehrlich, auch privat jetzt noch versucht, hier was rauszukriegen. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen den Kristall mal mit. Ob das jetzt so gut war, weiß ich nicht. Das werden wir feststellen. So. Okay. Ich dachte schon, wo geht der jetzt hin? Wir könnten ja jetzt hier durchgehen. Jetzt ist die Tür ja offen, ne? Pass auf. Ich würde mal trotzdem gerade mal vorschlagen, neuer Spielstand. 3. Ja, komm. Wir gehen mal jetzt dadurch, nachdem wir gespeichert haben. Okay. So viel zum Thema Cafeteria. Boston? Oh. Sind Sie da? Ich habe hier gerade den Strom angestellt und eine Tür aufbekommen. Sie benutzen geometrische Formen als Kombinationen für die Schlösser. Boston, Sie werden nicht glauben, wo ich bin. Oh. Hier steht alles voll mit außerirdischen Geräten. Die fantastischsten Dinge, die ich jemals gesehen habe. Und die Maschinen funktionieren. Was tun Sie? Ich weiß noch nicht. Sie sind wirklich außerirdisch. So etwas habe ich noch nie gesehen. Überstürzen Sie nichts, Maggie. Ich bin vorsichtig, Boston. Aber wir haben wohl kaum die Zeit für wissenschaftlich korrekte Testverfahren. Wo sind Sie? Wie kann ich zu Ihnen kommen? Wenn ich das nur wüsste. Jedenfalls nicht so, wie ich hierher gekommen bin. Ich bin durch einen Tunnel im Felsen gerutscht, aber als das Dach zusammengebrochen ist, ist er mit den Trümmern zugeschüttet worden. Sie hätten dabei draufgehen können. Oh, ich schätze, das war nicht ganz ungefährlich. Aber wenn wir zusammen da durchgerutscht wären, wäre der Zweite auf jeden Fall draufgegangen. Denken Sie daran, wenn Sie auf die Idee kommen, mich zu retten. Ich habe das schon ganz gut hingekriegt. Ja, das glaube ich. Bei uns beiden ist alles in Ordnung, Boston. Wir werden schon irgendwie in Kontakt kommen, wenn es nötig ist. Maggie. Gute Arbeit. Danke, Boston. Ruhig mal loben. Ruhig mal loben. Oh my goodness. Ja, interessant auf jeden Fall. Was werden wir hier noch rauskriegen? Das ist nichts. Das ist ein Fragezeichen. Das ist auch eine gute Information. Normalerweise kenne ich, ich gehe mit dem Cursor drüber, da kann ich schon mal auch ahnen, was es ist. Das Spiel hat mitgedacht auf jeden Fall. Wir gehen mal runter. Ein bisschen näher ran. Gucken, was hier noch ist. Ich gucke erstmal hier die Umgebung ein wenig ab. Da komme ich nicht hin, ne? Ne, da komme ich nicht mehr hin. Okay, dann kann ich mir höchstens das Ding hier selber angucken. Ja. Ich wollte gucken. Verdammt. Ja. Okay. Sollte ich es tun? Soll ich da durchgehen? Was passiert denn, wenn ich da drauf... Nee, warte mal. Ich gucke erst nochmal hier. Ich wollte da gar nicht einsteigen. Ach, der fährt da wieder raus wahrscheinlich, ne?
Ja, ich hoffe, die Maggie ist halt wirklich vorsichtig. Bis jetzt scheint es ja wirklich so zu sein, aber wir haben ja schon einen Kollegen verloren, der es leider nicht geschafft hat, hier zu überleben. Ja, das ist natürlich schon ärgerlich. Ist auch durch einen Rutsch, guten Rutsch quasi, hätte man sagen können. Ich weiß nicht, ob ich da einsteigen soll. Ich meine, auf der anderen Seite, was habe ich zu verlieren, ne? YOLO! Freunde, los geht's! Herzlich willkommen im Phantasialand. Boah, das wird einem so übel werden. Ich hoffe, dass der Sitz innen drin links noch, dass wir gerade sitzen und nicht da mitgeschleppt werden. Vor allem, wo fahren wir jetzt hin? Wir haben ja schon festgestellt, dass alle Wege irgendwo dahin gehen. Aber was das Ziel ist, haben wir noch nicht herausgefunden. Das machen wir jetzt. Jetzt weiß ich, wie sich mein Hamster gefühlt hat. Ich glaube, mein Hamster pupt. Okay. Ja, damit können wir damit auch wieder zurück. Ich hoffe, jetzt können wir mal ausprobieren, aber da ist ein Rufknopf. Okay. Ich glaube, also wir können theoretisch nochmal zurück. Das ist schon mal befriedigend. Oder beruhigend. Beschädigte Tür. Pass auf, ey. Erstmal Rechtsklick, zack. Erstmal ein bisschen gucken, ne? Oh. Sieht aus, als hätte ein Erdbeben die Tür so verklemmt. Okay. Das heißt, wir kriegen die auch nicht auf, ne? Na, keine Chance. Ich brauche jemanden, der mir hilft, die Tür aufzustemmen. Ja, oder ein Werkzeug, würde ich mal vermuten. Schlusszahn. Könnte doch helfen. Das ist ja jetzt, Ich brauche jemanden, der mir hilft, die Tür aufzustemmen. Ach so, das also auch noch. Aber Stoßzahn ist schon mal gar nicht so verkehrt, glaube ich. Oder macht er das jetzt mit jedem Gegenstand? Ach so. Ja. Ich brauche jemanden, der mir hilft, die Tür aufzustemmen. Ich glaube, er braucht jemanden, der ihm hilft, die Tür aufzustemmen. Na gut. Dann hat das jetzt keine... Ja, die Tür erstmal wahrscheinlich keine Relevanz. Draußen? Da geht's nach draußen? Ich kann also jetzt nicht einen Hotkey drücken und dann wird mir alles angezeigt, wo ich draufklicken kann. Ich muss mich da wirklich noch so Pixel durcharbeiten. Oh, das war früher so. Früher gab es das nicht. Ich weiß nicht, welches Spiel das erste Mal dieses... Weißt du, was ich meine? Du klickst auf Leertaste und dann wird dir überall diese Punkte angezeigt, wo du draufklicken kannst. Okay. Wo kommen wir hier hin, Freunde? Da oben geht's hoch. Wir bleiben ja erstmal hier unten. Okay. Wasser. Ah. Hier ist eine Menge Wasser. Wenn man es trinken kann, sterben wir wenigstens nicht sofort. Wir werden genug Zeit haben, um zu verhungern. Das ist befriedigend, ja. Oh. Okay, ich würde sagen, wir nähern uns dem Wasser vorsichtig. Könnte, ja. Alter, was ist das für ein Ding? Vor allen Dingen ist jetzt... keine Möglichkeit mehr, irgendwas anzuklicken hier. Aber interessant. Also vorhin, der ganze Planet, ich dachte, der ganze Planet wäre einfach nur ein trockener Furzhaufen. Und jetzt sehen wir, dass hier sehr viel Wasser existiert. Und Lebewesen natürlich auch im Wasser. Bis jetzt auch keine großen Lebewesen entdeckt, außer diese Geisterdinger, die uns da verfolgt haben. Okay. Das Beruhigende ist ja hier auch daran, dass es ein LucasArts Games ist und kein Sierra Games, weil in Sierra Games war die immer die Gefahr, dass man auch sterben kann. Sehr hoch manchmal sogar. Ein Schritt, falsche Richtung, schon warst du tot. Und bei Lucas Games war das halt nicht der Fall. Also LucasArts Games. Okay, da geht's zum Pfad, hier geht's zum Wasser. Ich guck trotzdem mal beim Wasser, ob was passiert. Wenn Maggie hier wäre, würde ich ihr sagen, dass sie nicht zu einem riesigen Aal ins Wasser springen soll, der sie für sein Abendessen halten könnte. Ja. Vielleicht sollte ich meinem eigenen Rat folgen und an Land bleiben. Ja, gut, okay. Aber gibt's eine Möglichkeit, irgendwas aufzusammeln? Kristall, der ist ja nicht hohl, ne? Stoßzahn, kann ich das damit füllen? Das wird nichts bewirken. Ja, gut, dann klare Ansage von dir. Der Gerät auch nicht. Nee. Dann gehen wir zurück zum Pfad. Und gehen wir doch mal hoch. Ich glaube, hier unten war ja nicht fossil. Okay. Fossil, also Schleichwerbung eben reingebaut. Ah, okay. So, dann gucken wir erstmal trotzdem nochmal. Diese Knochen sind im Felsen versteinert.
Also liegen scheinbar schon etwas länger hier. Oder es ist nicht wie auf der Erde die Vegetation und es geht vielleicht alles etwas schneller hier. Ich weiß es nicht. Hallo? Achso, ich kann ja sonst nichts machen mit dem. Das wird nichts bewirken. Ich glaube, dass der Stoßzahn wahrscheinlich eine total belanglose Belanglosigkeit darstellt. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Kieferknochen macht ja alles keinen Sinn, ne? Das wird nichts bewirken. Ja. Nee, also Schaufel geht nicht, Stoßzahn geht nicht. Das wird nichts bewirken. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Das bringt nichts. Nee, also ich weiß nicht, was wir hier bewerkstelligen könnten. Ich befürchte erstmal gar nichts. Dann gehen wir nochmal hoch und gucken, was dort auf uns lauert. Also Wasser ist gefährlich. Okay, Fossil liegt hier. Weiß ich noch nicht genau. Tja. Wow. Aber man muss schon sagen, eine schöne Aussicht. Ja, das kann man nichts anderes sagen. Seltsames Gerät. Okay. Oh, Freunde. Noch ein Geist. Der letzte hat uns den Weg in den Nexus gezeigt. Natürlich ist Brink dabei gestorben. Ach, was? Ja, super. Aber das stimmt schon, ja. Brink ist er, ja. Linse. Okay. Da hängt noch eine Linse dran, warte mal. Untersuche Linse. Schokolinse. Sieht aus, als würde sie Licht reflektieren oder übermitteln. Eine Art Linse? Können wir sie nehmen? Ah, können sie verstellen. 1, 2. Okay. Und dann ist er wieder unten. Okay. Also abmachen nicht, nur höchstens drehen, aber gut, okay. Da ist eine Klappe. Seltsames Gerät. Schalter. Zurück. Okay, also hier ist nur ein Schalter und hier ist irgendwas, was man vielleicht da draufsetzen kann. Ich kann sie nicht öffnen. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Okay, geht nicht. Vielleicht jetzt mal das Paddel benutzen? Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Ich würde jetzt ungern da drauf drücken schon, aber... Oh. Okay, das taucht auf. Sieht aus wie ein Würfel. W12, würde ich sagen. Huch. Es zeigt auf mich. Ja, ist okay. Das wollte ich auch gar nicht. Hatte ich auch gar nicht vor. Ein blauer Kristall mal hier einsetzen vielleicht. Mit Gerät. Das bringt nichts. Doch, warte mal. Ich kann sie nicht öffnen. Nicht Klappe. Seltsames Gerät. Da wollte ich hin. So. Das wird nichts bewirken. Okay. Dann vielleicht eins von den Stäben. Ich weiß noch nicht, was die Stäbe für eine Auswirkung haben. Mit zurück. Okay. Das wird nichts bewirken. Ich kann auch nichts nehmen dann. Also der Cursor verschwindet, ihr seht's. Liegt also nicht an mir. Okay. Ja, noch keine Ahnung, was das für eine Auswirkung hat. Wir werden es auch feststellen. Guck ich mal. Okay. Eine Reihe Displays, die in die Wände eingelassen sind. Inschriften hier und da. Ich würde sagen, es sieht aus wie ein Museum. Ah, okay. Leuchtende Kristalle. Ah, ja. Erregt meine Aufmerksamkeit. Ein Kristall. Grün. Sieht fast lebendig aus. Können wir es nehmen? Seltsame, leuchtende Kristalle. Warum bückt er sich zweimal danach? Achso, waren noch zwei. So, Papa Platte hier. Mal gucken, was das ist. Das ist eine Steinplatte, die in die Wand eingefügt ist. Alter Falter. Da ist schon wieder so ein Würfel-Symbol. Okay. Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich würde mir mal gerade einen Screenshot machen. Also hier ein Foto von meinem Handy. Vielleicht ist es nochmal relevant. Wir haben doch die technischen Möglichkeiten hier in The Dick. Kommunikationsmöglichkeiten auch mit unserem Kollegen ist, sind doch immer stets gegeben. Okay, da sind die, ist ein Display, da gucken wir jetzt auch mal. Natürlich, was es damit auf sich hat.
Inschriften hier und da. Okay, Display, gucken wir mal. Oh ne, ich kann ja nicht alles fotografieren jetzt. Alter, das ändert sich. Okay. Ist das jetzt ein Ablauf, eine Reihenfolge? Könnte dies eine Art Grabkammer sein? Okay. Und zeigt mir das Display genau dasselbe. Mal gucken. Nein, das ist was anderes. Okay, komischer Vogel. Ich glaube, toten Hosen-Symbol. Okay. Splash. Oh, schön gemacht, aber keine Ahnung, was bedeutet. Oh, Freunde, was haben wir denn hier? Ein roter Stab. Dann nehmen wir uns gleich mit. Hoffentlich. Noch so eine Gravur am Stab. Okay. Dann schauen wir auch mal hier, was es damit auf sich hat. Gucken wir mal. Ach, guck mal. Na, die kennen wir ja schon, so diese Symbolik. Die hatten wir ja bereits schon. Da ist noch ein Display. Hier ist eine Tür. Alter, ist das alles schwer zu erkennen? Wie ist auf dieser Welt? Okay. Okay, da ist der... Okay. Der Drache ist gar nicht so gut. Super Mario, drei Drachen. Aber wir dringen in den Berg ein, ja. Da ist die Prinzessin. Nein, the Princess ist in another castle. Der Kanister hat es sicher ganz schön in sich. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, was es bringt. So, jetzt noch die Tür einmal schauen. Untersuche Tür. Komm doch mal vor die Tür, Kai. Ach. Okay. Ach, da drin ist eine Tür. Tür. Öffne Tür. Ach, sieh mal einer an. Boston! Maggie, ich habe sie gefunden. Es war mir nicht bewusst, dass ich verschwunden war. Sie wissen, was ich meine. Ja. Ich habe einen Weg gefunden, zu Ihnen zu kommen. Durch das Museum, diesen Weg entlang. Das ist schön, Boston. Wenn das Museum ist, dann ist das hier wohl die Bibliothek. Ich habe herausgefunden, wie man im Nexus die Türen öffnen kann. Es gibt eine Bahn, die hierher führt. Hören Sie, Boston, ich finde es toll, was Sie alles herausgefunden haben, aber ich versuche gerade, mich zu konzentrieren. Ich glaube, ich bin ganz kurz davor, das ganze Zeug hier zu verstehen. Ich will einfach hierbleiben und weiterarbeiten. In Ordnung? Klar, natürlich. Ich wollte nur... Egal. Ich weiß, wo ich Sie finde, und Sie wissen, wie Sie hier rauskommen können. Ja, danke. Wenn ich was herausbekomme, melde ich mich bei Ihnen, okay? Alles klar. Ja, alles klar. Ich werde Sie jetzt nicht weiter nerven. Warum ist sie so abweisend? Also Ehrgeiz in Ehren, aber wir müssen ihr schon irgendwie zusammenarbeiten. Also führt leider kein Weg dran vorbei. Ich meine, das Problem ist ja jetzt, dass wir hier auf einem Planeten gestrandet sind, wo wir nicht wissen, was wir essen und was wir trinken können. Also unsere Grundversorgung ist gar nicht mehr, noch nicht mehr gewährleistet. Und sie forscht ja an irgendwelchen Sachen in der Bibliothek drumherum. Alles schön und gut, aber man muss doch auch irgendwo gucken, wenn man halt zu zweit sind und man will da von diesem Planeten wieder wegkommen. Die Frage wäre ja jetzt, wie kann man sich gegenseitig unterstützen und nicht jetzt irgendwie, gehen wir nicht auf den Sack. Also, da, ich weiß nicht, ist, wieso diese Intention bei ihr so ist. Und warum er dann halt auch einfach sagt, ja, okay, dann nicht, dann nerv ich dich nicht, okay, ich bin jetzt weg, ciao. Und so, also, ganz, ganz schwierige Situation. Zwischen den beiden, also zwischenmenschlich, weiß ich noch nicht eins richtig, wie das einzuschätzen ist, aber also kooperativ ist das, was sie macht, auf keinen Fall. Ja, und er versucht halt immer wieder, ihr so Hinweise mitzugeben und sie blockt einfach derzeit alles ab. Vielleicht ist irgendwas hier in der Luft, das wollte ich damit rausfinden oder würde ich damit zwecken, was sie beeinflusst, weil sie wirkte jetzt am Anfang des Spiels, dieser Mission hier, alles andere als egoistisch.
Aber gut, ich kann mich auch täuschen. Vielleicht ist das auch das Drehbuch, was einfach so vorgesehen wurde. Naja, gut. Wir gucken mal noch uns hier einmal um, wenn wir schon hier sind. Konsole. Ich habe beschlossen, dass das hier eine Kontrollkonsole für ein Datenempfangssystem ist. Wenn ich die Konsole benutze, erscheinen unterschiedliche Inschriften. Manchmal auch unterschiedliche Sprachen. Wenn unsere dabei auftaucht, werde ich Ihnen Bescheid geben. Das ist die neue PS5, die könnt ihr nur hier bestellen, sonst gibt es die nirgendwo scheinbar zu kaufen. So, kann ich da drauf drücken oder passiert was? Ich habe beschlossen, dass das hier eine Kontrollkonsole für ein Datenempfangssystem ist. Wenn ich die Konsole... Ja gut, das kannte man schon. Ich hatte eben doch noch was gehabt hier. Nochmal die Konsole? Oder ist das dieselbe Konsole? Oder ist das die Xbox Series? Schieß mich tot. Ich habe beschlossen, dass das hier eine Kontrollkonsole für ein Datenempfangssystem ist. Wenn ich die Konsole benutze, erscheinen unterschiedliche Inschriften. Das hast du sehr gut manchmal gemacht. Auch unterschiedliche Sprachen. Wenn unsere dabei auftaucht, werde ich Ihnen Bescheid geben. Ja. Hm? Gut. Vielleicht habe ich das auch gerade nur ein bisschen über... Also, vielleicht bin ich ein bisschen zu empfindlich. Das mag ja auch jetzt gar nicht der Fall sein. Aber ich hatte gerade den Eindruck, sie wird etwas eigenbrötlerisch. So, wir gehen zurück nachts ins Museum. So... Okay, also wir haben hier verschiedene Displays, mit denen ich noch nicht genau weiß, was wir machen können. Dann haben wir das Fossil, was dort liegt. Wir haben die Linse, die wir verstellen können. Wir haben vor allen Dingen jetzt auch hier einen neuen Stab gefunden, der eine gewisse Symbolik wieder aufweist, die wir irgendwo wieder eingeben können. Die Frage ist nur, würden wir jetzt zurückfahren in den Nexus, wo wir zuletzt waren, diese Symbolik an den Türen eingeben? Bringt das was? Na, ich weiß es nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir jetzt wieder zurück müssten. Also komplett zurück. Das bezweifle ich. Oh, das ist auch ein Display. Denn das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Oder? Habe ich mir das auch angeguckt? 1, 2, 3. Doch, ich glaube, das habe ich mal gesehen. Da ist schon wieder der Würfel, ja genau. Habe ich mir das gesehen? Angeguckt? Ich weiß gar nicht. E.T.? Okay. Steven Spielberg hat ja auch E.T. gemacht. Sah ein bisschen aus wie E.T., ne? Und das ist ganz klar... Axel. Axel Foley. Nee, keine Ahnung. Das ist eine Platte. Achso, die habe ich ja schon gesehen. Da geht's nach draußen. Bin etwas überfragt, was das alles angeht. Aber... wie im Endeffekt wird sich immer alles auflösen und aufklären. Tja, seltsames Gerät. Warte mal, können wir den Stab damit benutzen? So, drauf. Das bringt nichts. Achso. Hat er mich schön genatzt. Also auf Gelb vielleicht. Das bringt nichts. Auch nicht. Leuchtende Kristalle vielleicht einsetzen hier irgendwo. Klappe? Nee. Mit Linse tauschen? Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Achso, warte mal. Vielleicht muss ich das hier auf die Linse ansetzen. Das wird nichts bewirken. Oder auch nichts. Das wird nichts bewirken. Das wird nichts bewirken. Ich frage mich jetzt, ob sie mir bei der Tür helfen würde. Weil sie ist die einzige Person, die mir theoretisch helfen kann. Aber ich glaube, die ist ein bisschen, ja, bockig gerade noch. Klappe? Das bringt nichts. Okay, dann vielleicht hier noch die Klappe? Nein. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen. Das wird nichts bewirken. Okay, funktioniert nicht. Gut. Oder eben nicht gut. Oh, gleich kriegen wir schlecht Wetter hier. Ja, dann gehen wir nochmal zur Bahn. Und versuchen, die Tür nochmal aufzukriegen, in der Hoffnung, dass er sie dann automatisch dann ruft und sagt, hey, helfen Sie mir mal. Ich muss die Tür aufkriegen. Ich brauche jemanden, der mir hilft, die Tür aufzustemmen. Okay, pass auf, wir versuchen sie mal anzurufen, in der Hoffnung, dass sie... Communicator. Robbins, hier ist Lowe, hören Sie mich? Hier ist Robbins. Okay. Bibliothek, leuchtende Kristalle, Metallplatte, seltsame Lichter. Ja, das haben wir noch nicht besprochen. Wie läuft es mit Ihrem Datenempfang? Ich empfange alles, nur verstehe ich nichts. Aber Sie sind sicher, dass es sich um Ihre Sprache handelt? Keine Ahnung. Ich glaube, diese Bücherei wurde von verschiedenen Spezies verwendet. Wie das Museum, das Sie entdeckt haben. Diese Sprache könnte extra dafür entwickelt worden sein, um einfach übersetzt werden zu können. Wenn sie so einfach ist, warum dauert es dann so lange? Einfach im Vergleich zu einer natürlichen außerirdischen Sprache, die man noch niemals gehört hat.
Lassen Sie mich einfach in Ruhe arbeiten, Boston. Die Bedeutung von einigen Symbolen habe ich vermutlich schon raus. Aber ich muss erst noch einmal überprüfen, ob das alles Sinn macht. Ich finde, wir sollten uns wieder zusammentun. Warum? Ich bin davon überzeugt, der Schlüssel zu unserer Heimkehr steckt hier in den Konsolen. Erkunden Sie weiterhin die Umgebung hier und ich arbeite daran, uns wieder nach Hause zu kriegen. Wenn ich es rausbekommen habe, nehme ich Sie mit. Ganz kostenlos. Hoffentlich. Man weiß es ja nicht. Glauben Sie, es ist möglich, Tote wieder zu erwecken? Spirituell ja. Ich war bei einigen Zeremonien dabei. Physikalische Wiederbelebung, da bin ich nicht so sicher. Warum? Oh, wahrscheinlich gar nichts. Erklär doch mal das, was du gefunden hast. Okay, habe ich die Platte schon besprochen? Bin immer noch auf der Suche nach den Platten, Maggie. Dann schauen Sie doch auch mal, ob Sie ein großes, saftiges Steak finden können. Oder einen netten Salat oder ein bisschen Obst. Ich will Sie ja nicht aufhalten. Okay. Danke. Over and out. Ja, Freunde, für diese Folge muss ich leider erstmal einen kleinen Break machen. Wir sind in einer neuen Region angekommen. Das finde ich jetzt auf jeden Fall sehr interessant. Scheint hier Museum zu sein mit anschließender Bibliothek. Der Schlüssel für unsere Flucht, ich weiß es nicht, das werden wir noch feststellen. Das machen wir aber alles in den nächsten Folgen. Ja, falls dir diese Folge gefallen hat, gerne dem Ding einen Daumen nach oben geben. Und falls du nichts verpassen möchtest, empfehle ich dir abonnieren, Glocke aktivieren. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, denn du bekommst direkt die Info, wenn die neue Folge online ist. Ich danke dir fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis demnächst. Ciao.